Also, wir haben heute, wie gesagt, von Switch Easy die Eclipse-Hülle im Test. Und hier wollte ich nur noch einmal kurz ein Demonstrationsvideo machen bezüglich der Griffigkeit, was ich ja etwas bemängelt hatte. Aber hier können wir natürlich auch nochmal die Hülle im Detail zeigen. Also, wir sehen hier einmal, hier ist dieses etwas glattere Material und dieser graue Streifen hier rum soll etwas ja, griffiger eigentlich sein. Hier sehen wir einmal, sind ja, laut und leise komplett abgedeckt. Hier sehen wir auch einmal genau, hier ist eine Aussparung noch ein bisschen nach oben. Das iPhone 4S hat den Laut-Leise-Knopf etwas weiter unten und das iPhone 4 hat etwas weiter oben. Das sehen wir hier vielleicht auch nochmal im Vergleich ganz gut, dass der Knopf hier etwas weiter oben ist. Ja, wie gesagt, die Abdeckung einmal für Kopfhöreranschluss. Und einmal für hier unten, der gerade nicht drauf ist, aber den ich mal eben fix montieren kann. Ist in der gleichen Farbe. Von daher passt es also sehr gut. Kamera ist auch frei. Knopf hier oben lässt sich auch gut bedienen. Also soweit in Ordnung. Aber jetzt kommen wir einmal zu unserem Test. Normal hält man das iPhone ja, wenn man tippt, in dieser Stellung meistens. Und wenn wir hier sehen, es rutscht einfach unheimlich hin und her. Und wenn ich dann das iPhone nehme ohne Dings, ohne Hülle, das rutscht eigentlich gar nicht. Weil, wie bereits gesagt, haben wir ja hier durch die Hände, die immer so leicht Fett abgeben, haben wir so einen leichten Fettfilm drauf, der auch mehr oder weniger auf den Händen ist. Und dadurch haben wir halt eine recht gute Stabilität. Und die Hülle ist einfach vom Plastik zu hart und zu glatt. Also es müsste irgendwie ein etwas weicheres Plastik sein, was ja etwas gummierter ist und nicht so glatt. Aber ansonsten, abgesehen von der Beschreibung halt, dass es ja griffiger sein sollte für den Winter, kann ich die Hülle empfehlen. Also sie ist sehr gut soweit. Ja, dann schaut euch die Hülle sonst am besten selber mal an. Und ja, das war es soweit dazu. Vielen Dank.